Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 5. Juni 2024. Und unser DAX hat hier ordentlich ein paar abgeschüttelt. Am Dienstag hat sich jetzt hier weiter nach unten herum gedreht. Wir hatten uns gestern darüber unterhalten, dass der DAX ja so weit eigentlich erstmal gut im bullischen Szenario war, mir das nicht so ganz gefallen hat, dass er hier noch so tief runtergekommen ist, aber wir haben gesagt, wenn er über die 600, 625 geht, wäre das okay, wenn er das dann schafft, wieder drüber zu kommen, dann kann er locker noch 700 und 800 erreichen, er sollte eben nur versuchen, nicht unter die 500 dann drunter zu fallen, weil das, wie haben wir gestern gesagt, weiß ich gar nicht mehr, zu viel Risiken nach unten entfalten würde. Und dann auch bis 4,20, 3,60 und auch hier in die 2,50, nee, halt, was haben wir gesagt, 2,50, 2,40 reingehen kann. Und ja, so ist es dann gekommen. Ich hatte auch, glaube ich, gesagt, so sinngemäß, ne, dass man vielleicht nicht den ersten Kurs gleich unter der 500 nimmt, sondern guckt, dass es sich von unten abstößt. Und wenn ihr mal reingeguckt habt, hat es auch wirklich, also hat das wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. Ja, der hatte, glaube ich, sogar zweimal von unten nochmal die 500 nach unten abgestoßen. Erst, glaube ich, die 15, dann die 500, um den Leuten wirklich zu zeigen, nein, ich möchte drunter bleiben, ich möchte das so umsetzen, wie der Martin das als negatives Szenario beschrieben hat, und hat sich dann hier unten auf die 420 geschmissen, sogar die 360 abgearbeitet, damit ist sogar jetzt unser SKS-Ziel abgearbeitet, auf den Punkt sogar dann diesmal, oder was heißt diesmal, jetzt auch genau auf den Punkt. Beim letzten Mal haben wir ja gesagt, das ist okay, da müssen wir jetzt nicht drauf bestehen. Jetzt hat er es halt noch gemacht. Können wir jetzt wieder abschreiben als eine SKS-Formation, die doch irgendwie ihr Ziel erreicht hat, auch wenn es knetendämlich abgelaufen ist und man zwischendurch schon dreimal gedacht hat, das wird nichts mehr. Auch diese SKS hat wieder mal ihr Ziel erreicht. So viel zum Thema SKS funktionieren mit dem DAX nicht. Sie funktionieren halt einfach ein bisschen anders. Kann man mit in den Hinterkopf nehmen, aber ich hätte es auch okay gefunden, wenn er die 20 Punkte auslässt. Davon mal abgesehen. Punkt. Wie gehen wir jetzt weiter mit ihm um? Also, wir haben jetzt die Konstellation, dass wir ein schönes Dienstagsvormittag drin haben und zum Nachmittag nicht nochmal drunter gekommen bin. Das, muss ich sagen, hat mich dann ein bisschen überrascht. Ich hätte schon erwartet, dass wir beim zweiten Mal von der 530 500, das war auch unser Rücklaufziel in der, also für die Premium-Leute, die hatten ja in der im Update gekriegt, wenn er sich unten erholt auf der, was hat man, 410 und 360, glaube ich, irgendwie so in dem Dreh. 360, 335 war die eine Station. Die hat man auch in der Analyse immer wieder besprochen. Und die nächste wäre dann hier unten gewesen, die 250 bis 200 eigentlich, ja. Da kommt dann hier dieses Kästchen bei 230. Das hatte ich euch in der gestrigen Analyse schon mal gezeigt. Bei 200 haben wir auch nochmal schicken Support. Also man kann schon so sagen, die 360 bis 335 ist eine wichtige Bastion. Und darunter wird es dann bei 250 bis 200 nochmal interessant. Jetzt haben wir aber das Tief jetzt hier stehen auf der 360, auf dem alten SKS-Ziel. Sind von dort hochgekommen in die 530. Die 530 war dann eben wichtig, um nochmal nach unten oder nach oben Signale zu geben, und sie hat deutlich nach unten abgewehrt, ohne aber ein neues Tief zu kriegen. Und das ist der Punkt, ich glaube, da war ich gerade schon mal, war jetzt irgendwie weggekommen. Das ist jetzt eben der Punkt, wo man sagen muss, und das ist aus rein wochenzyklischer Sicht für den DAX relativ wichtig, wenn er am Dienstagnachmittag dieses Vormittagstief nicht nochmal unterbietet, hat es schon öfters in der Konstellation Ausprägungen gegeben, in denen er dann am Mittwoch komischerweise relativ positiv unterwegs war und sogar am Donnerstag noch eins oben drauf gesetzt hat. Ich weiß gar nicht, ob diese Woche EZB-Sitzung ansteht. Ich könnte es mir aber gut vorstellen. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Würde dann aber hier eine deutliche Brisanz reinbringen. Wenn wir hier noch einen schönen Termin reinkriegen, was hier auch die Volatilität angehen kann, und die ist ja momentan recht attraktiv. Also hier lassen sich gut Punkte machen, wenn man denn an den Punkten und an den wichtigen Marken die zumindest ein bisschen auf Radar hat. Ich denke, das ist ja die letzten Tage ganz gut gelungen. Er hat oben wie unten eigentlich immer auf Tagestiefs, Tageshochs und allen möglichen Punkten unsere Marken sauber bedient, sodass es eigentlich leicht ist, sich zu orientieren, wenn man denn sich auch ein bisschen Spielerei einstellt halt, ne? Wenn man nicht erwartet, dass er jetzt hier 1000 Punkte am Stück fällt oder 1000 Punkte am Stück steigt, sondern wirklich damit spielt, dass er halt von Marke zu Marke und wieder zurück und nochmal ran, lässt er sich, glaube ich, momentan ziemlich gut greifen. Und was ich aber sagen will, wenn er jetzt hohe Volatilität, schön und gut, wenn er jetzt wirklich mitspielt und seine Wochenzyklik ausspielt, könnte das jetzt bedeuten, dass wir zum Mittwoch nicht nochmal unter die 380 fallen, das Tief hier in Ruhe lassen vom Dienstag und hier oben über eine 530 steigen. Und die 530 wäre für mich jetzt so ein bisschen die signalgebende Marke auf der Oberseite, wie wir gestern gesagt haben, die 500 nach unten, wäre jetzt die 530 für mich signalgebende Marke nach oben. Sollte sich der Markt darüber etabliert und gehalten bekommen, hat er das Zeug,
Dieses Tief, was ja dann tiefer als das war, schon als fertigen Abschluss zu werten und dann die ganze Scheiße nochmal loszuspielen, die wir jetzt schon gesehen haben. Und das bestimmt sogar noch dynamischer als das, was jetzt hier gekommen ist, über einen Freitag und Montag. Ja, wir hatten ja am Freitag das schon besprochen mit Überraschung und bla 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 bla. Das könnte jetzt auf der, auf das, das, die gleiche Karte könnte ja nochmal ausspielen und schon über Mittwoch, Donnerstag ausspielen, aber wirklich ein bisschen ruppiger auch werden dabei. Also ein bisschen mehr Bewegungsspanne ablaufen. Was im Konkreten wirklich bedeuten kann, dass wir am Mittwoch schon an der 18:76 wieder stehen können. Ja, er muss die 5:30 nach oben umgeklappt kriegen und er muss das stehen. Er darf dann nicht direkt gleich auf die Nase kriegen, wenn er ein paar Punkte drüber gewesen ist. Und ein paar Punkte drüber kann man hier auch relativ gut ableiten, nämlich 20 Punkte drüber und das wäre dann 5:50. Da sollte halt nicht einbrechen. Warte mal, da war, ja, doch, ja, so etwa, so 15 bis 20 Punkte über 3, über die 5:30, dann sind wir bei 5:45, 5:50 als Spitze und dann wieder hart zurückdrehen. Das sollte er nicht machen, sonst wäre das vielleicht nur als ABC zu werten und er geht dann wieder steil nach unten. Wenn er sich wirklich über der 5:30 etabliert bekommt, ohne dass er bei 5:40, 5:45 völlig auf die Nase kriegt, hätte der locker das Zeug wieder auf eine 18.600 und 18.670, 700 und sogar auch 8 bis an die obere Kante am Donnerstag ranzuspringen. Das kriegt er hin, das kann der, das kann der. Gerade wenn noch ein bisschen Termine reinkommen, seitens EZB und sowas, kriegt er hin. Also habt das vor Augen, nehmt das ein bisschen mit auf, lasst euch drauf ein. Auf hin und her, heute so, morgen dort, lasst euch einfach drauf ein. Wenn ihr euch drauf einlasst, dann macht es Spaß mit dem hier momentan. Dann hat er Bock drauf. Er spielt ja auf beiden Seiten. Er spielt ja nicht nur oben und unten. Er spielt schön hin und her. Und deswegen seid auf beiden Seiten offen. Und wie gesagt, oberhalb von 35 halte ich Überraschungsmomentum auf der Oberseite wieder für gegeben. Gilt aber auch wirklich nur, wenn das Dienstagstief jetzt hier nicht überrissen wird und wir über 5:30 laufen. Wenn er nicht über 5:30 notiert, bin ich gar nicht so optimistisch, bin ich auch nicht euphorisch, sondern würde ihm durchaus auch unten nochmal Platz einräumen und zwar bis in die, ja, 200, 250 rein. Das ist jetzt hier die super interessante Zone. Da kommt einiges zusammen. Großes Fibonacci, wenn man es von hier unten nach hier oben zieht. Wir haben hier die letzten Hochs. Wir haben die zwei Kästchen. Also, das ist schon ein hartes Cluster, was wir dann kriegen. Und das wird allerdings schwer, bis Donnerstag rauszuzögern. Ich weiß gar nicht, wie er das hinkriegen soll. Dann müsste er jetzt hier irgendwie an der Linie runterrutschen, um das bis Donnerstag rauszuziehen. Und um auf den EZB-Termin zu kommen, weiß ich nicht. Wenn denn überhaupt EZB. Was soll ich mal schnell gucken? Ich guck mal schnell. Komm. Ja, also ich habe gerade noch mal in den Kalender reingeguckt. Ist am Donnerstag 14:15 der Zinssatzentscheid und 14:45 die Pressekonferenz dazu. Das heißt, Donnerstag 14:30 wird natürlich hier Highlight. Ja. Wäre prädestiniert für eine Hochtiefbildung, ist ihm jetzt offen gelassen. Wir sind ja Charttechniker, das heißt, uns ist erstmal egal, ob es oben oder unten ist. Wir gucken, wo er trifft, um dann eben auch aus der Reaktion ein bisschen Geld rausverdienen können. Oder wenn sich vorher schon ableiten lässt, in welche Richtung es gehen kann, ob es hier unten die Spitze wird oder oben an die Linie ran. Ja, das sind ja so typische Bereiche, ja, wo sich der Markt hin positionieren könnte zu so einem Termin. Hier oben an so eine Trendlinie ran oder unten als Formationsabschluss. Sowas ist ja einfach üblich. Und wenn wir dann vorher schon merken, es geht in die Richtung, dann können wir das ein bisschen anpeilen. Das sind jetzt diese zwei schönsten Stationen. Ich würde fast sagen, unten wäre zu nah dran. Müssen wir jetzt gucken. Auf Mittwoch schon eine Drehung unten wäre untypisch, weil ja eigentlich das Tief dann, wenn es denn kommt im Wochenverlauf, auf den Donnerstag kommt, wird es sich fast eher rein von der Wochenzyklik eher wirklich anbieten, den Mittwoch oben rauszuziehen und dann Donnerstag die Strecke nach hier oben machen, hier oben rote Stundenkerze rein und boom, die ganze Kiste wieder nach unten, weil die EZB dann doch irgendwie die Zinsen senkt oder keine Ahnung. Das wäre natürlich grandios, ja, also das wäre schön zu handeln. Dafür müsste aber, wie gesagt, um Mittwoch oben rausgehen. Über die 5:30 schon mal ran an die 600, an die 6:70 vielleicht. Und dann können wir dann noch Sachen richtig geiles Spielchen abliefern, wo wir alle irgendwie genug Chancen haben, um ein paar Punkte rauszuholen. Das wäre auf jeden Fall attraktiv. Wie gesagt, unten, ja, die Zone ist interessant. Ich wüsste jetzt bloß nicht so richtig, wie es vom Ablauf her stricken sollte. Ich würde ja fast vermuten, dass das dann so drauf hinausläuft, dass sie an der Linie runterrutscht und dann irgendwie Donnerstag runterschnippelt. Müssen wir uns dann aber nochmal genauer angucken. Wir nehmen jetzt erstmal für den Mittwoch auf, dass das ein Ziel ist, ohne jetzt den Donnerstag vielleicht mal mit einzuplanen. Und belassen es erstmal dabei. Ist das eine wichtige Reaktionsmarke? Kann von hier unten super gut nach oben reagieren, sollte aber dort auch mindestens eine grüne Stundenkerze hinstellen, auch am Mittwoch. Um von hier dann wieder hochzukommen, wäre ein schönes Ziel. Aber wie gesagt, wenn du um 5:30 geht, würde ich mich eher oben orientieren. Kriegt er das aber gar nicht hin oder drückt gleich von Beginn an runter,
rechnen wir mit weiteren Tiefs und dann eben mit dem Bereich 250 bis 200. Ja, 8250 bis 8200. Das ist nur eine schöne Supportzone, die auch schon zum Mittwoch erreichbar ist. Ich würde es dabei vielleicht belassen. Und deswegen machen wir ja auch jeden Tag eine Analyse und dann können wir uns morgen nochmal ganz genau angucken. Okay, EZB, was hat er jetzt am Mittwoch gemacht? Was hat er jetzt vorgelegt? Wie sieht es jetzt aus? Ja, aus Wochenzyklik wird es natürlich viel, viel, viel schöner so passen. Wir gucken mal. Gucken mal, was er zum Mittwoch draus macht. Seid nicht zu voreingenommen vom Mittwoch. Erwartet nicht zu viel von ihm. Ja, da soll es sich schön bewegen, wie er das macht. Wir haben ja, denke ich, klare Bereiche, an denen wir abkürzen können. Ich meine, auch am Vortag hat er komplett nicht das gemacht, was ich haben wollte. Und trotzdem, unter 500 sauber, den Rücklauf an, von unten an die 500 ran, in die 440 rein, in die 360 rein. Also, er macht das schon schön, ja. Er spielt schon mit. Selbst wenn er das macht, was wir nicht haben wollen, ja. Er lässt sich trotzdem ein paar Punkte machen. Also, von daher, wir lassen mal Mittwoch reinkommen und dann gucken wir uns für Donnerstag nochmal an. Donnerstag wird ein bisschen Highlight-Tag, denke ich mal. Gut, Freunde, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.